Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu den täglich neuen Handelsideen präsentiert von Tickmill. Mein Name ist Mike Seidel und ich heiße Sie, wie gesagt, ganz herzlich willkommen zu ein paar Impressionen live vom Markt. Heute geht es, wie im Blog geschrieben, um den Australdollar, Neuseelanddollar. Wir sprechen über den Dow Jones und auch über den französischen Aktienindex. Hier alles Situationen, wo sich schöne Spannungsmomente aufbauen und doch die ein oder andere Bewegung zu erwarten ist. Vorab allerdings der Risikohinweis: Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin kann zu Verlusten führen. Das heißt, Sie riskieren, Ihr investiertes Kapital zu verlieren. Bevor wir auf die einzelnen Werte schauen, wie lief der gestrige Tag? Wir haben es gesehen an den Indizes, groß auf den Märkten. Die großen Indizes standen gestern im Minus. Hingegen dazu konnte der US-Dollar wieder etwas an Stärke gewinnen, was den Euro unter Druck gebracht haben. Also auch das eine interessante Geschichte, auch zum Traden. Da gucken wir auch gleich im Chart nochmal außer der Reihe drauf. Und das hat dann natürlich dazu geführt, dass der Euro hier nachgegeben hat. Inwiefern das dann entsprechend kurzfristig dem DAX auf die Sprünge hilft, werden wir sehen. Mittelfristig ist es auf alle Fälle schön. Warum? Na klar, weil der DAX, also die deutschen Unternehmen, dadurch natürlich preiswerter verkaufen können. Also hier eine feine Geschichte, was wir da haben. Auf der Nachrichtenseite für heute, Sie sehen es auch in der aktuellen Folie eingeblendet, gibt es einige Nachrichten mit der hohen Relevanz 3. Wir beginnen hier um 11 Uhr mit dem Verbraucherpreisindex in der Eurozone. Dann gibt es um 14 Uhr eine Rede von Herrn Draghi bei der EZB. Um 14.30 Uhr kommen wir an neue Daten zum Thema Baugenehmigung im April aus den USA und auch wie jede Woche Mittwoch um 16.30 Uhr steht hier das Thema der Rohöllagerbestände wieder auf der Uhr. Also Sie sehen es, ein paar Dinge sind heute da, die den Markt doch etwas bewegen können. Das heißt hier, schauen Sie auf die Uhr, wann diese Nachrichten veröffentlicht werden und dann können Sie entsprechend im Markt sein, aus dem Markt sein, auf die Reaktion des Marktes reagieren, was auch immer Sie tun wollen. Wichtig ist, dass Sie die entsprechenden Dinge auch auf der Uhr haben und antizipieren, was hier geschehen kann und geschehen wird. Gehen wir dann, würde ich sagen, direkt in die Charts hinein. Ich öffne hier den MetaTrader und würde sagen, wir beginnen mal mit dem, was ich gerade auch auf der Uhr hatte, wo ich gesagt habe, der Euro ist dann doch gestern etwas unter Druck gekommen. Es macht momentan richtig, richtig Spaß, den Euro zu traden. Warum? Schauen wir uns einfach mal ganz kurz dieses Bild an. Ich fange mal im großen Zeitgeschehen hier an. Wenn wir uns das Bild mal anschauen, bitte entschuldigen Sie die ganzen Zeichnungen oben noch im Chart, die sind aus alten Dingen herausgekommen. Ich lasse die jetzt einfach mal hier so, weil für den einen oder anderen Chart kann ich die noch brauchen. Aber was ist hier beim Euro interessant gewesen? Sehen Sie sich mal diese Linie hier oben an. Ich hatte ja schon einmal darüber referiert, dass diese, sage ich mal, Langzeitwiderstandslinien doch hin und wieder gute Relevanzen vom Markt finden. Und wenn wir merken, da kommt Bewegung ins Spiel, haben wir halt auch eine Chance an diesen Märkten, eine Umkehr zu bekommen. Und schauen Sie, was der Dollar, Euro-Dollar hier an dieser Marke auch gemacht hat. Der ist schön rangelaufen, hat dann entsprechend auch rumgedreht und das ist das, was wir im Tageschart auch sehr, sehr schön erkennen können, wo sozusagen hier der Markt nach unten abgetaucht ist. Sehen Sie, wir haben hier diesen starken Aufwärtstrend gehabt hier. Diese Linien hier sind verkehrt, ich lösche die einfach mal ganz kurz raus, diese Linie. Wir hatten hier schön diesen schönen Aufwärtstrend oben raus. Wir haben gesehen, der Markt hat hier angefangen zu schwächeln, hat die ganze Sache rausgenommen, diese entsprechenden Tiefpunkte, hat dann nach unten tendiert und läuft jetzt hier schön trendförmig nach unten. Ich hatte hier eine Trading-Position auch eröffnet im Bereich von 1,1945. Die habe ich gestern auch glatt gestellt. Wir hatten hier auch noch schön ein
Umkehrsignal bekommen. Sehen Sie hier, der Markt ist schön zurückgelaufen, hat hier das Umkehrsignal gegeben und gestern wurde das Umkehrsignal bestätigt und der Markt rannte hier entsprechend runter. Also sehr, sehr schön, sehr spannend hier momentan zu sehen, weil einfach das Ganze im Trend so schön abläuft. Das sehen Sie auch entsprechend im Stundenchart. Sehen Sie die Trendverläufe, die wir hier haben, die können wir sehr schön auch zum Trading nutzen. Umkehrsignale funktionieren in Währung auch sehr, sehr häufig. Alles läuft schön in Trends. Das macht richtig, richtig viel Spaß. Dazu also, ja, die Dinge im Euro, US-Dollar ganz kurz einmal angerissen. Und dann schalte ich direkt in den nächsten Titel, den ich heute im Blog auch beschrieben habe. Und zwar starten wir mit dem Währungspaar, dem Austral-Dollar, Neuseeland-Dollar. Ich hole ihn direkt in den Chart. Sie wissen es, wir gucken gerne hier für die grundlegenden Handelsideen auf den Tageschart. Und wir sehen hier im Tageschart einen Markt, der wirklich richtig gut nach oben gelaufen ist. Schauen Sie sich das an. Der Markt lief hier schön stark nach oben weg. Wir haben hier den letzten Schwung quasi des entsprechenden Abwärtstrends hier rausgenommen. Also der Markt lief ja hier bewegungstechnisch auch nochmal trendförmig nach unten. Der Trend an sich hatte hier das Bewegungshoch, dann schön das Tief nach unten gelaufen. Wir sind hier rausgelaufen und schauen Sie mal, hier ist der Aufwärtstrend entsprechend entstanden. Wir hatten also hier die starke erste initiale Bewegung bis in diesen Bereich rein. Untergeordnet sieht man hier auch Trendschwünge, sehr, sehr schön. Dann gab es die Korrektur und Sie sehen es hier in diesem Bereich dann mit Überschreiten dieser Marke hier, dieses Levels, ups, das war das Falsche, um den Bereich von 10744, das hier oben, hier ist der Trend entstanden. Schauen Sie, hier hatten wir an dieser Stelle bei der Trendentstehung gleich einen Widerstandsbereich, wo Orders liegen konnten von Abwärtshändlern, die sich absichern und die nächsten. Schauen Sie, was hier aneinander liegt, wie nah diese Preise aneinander liegen und das ist das, was ich immer wieder sage, wenn Preise hier so eng aneinander liegen, da kommt einfach richtig Power häufig ins Spiel, da kommt Bewegung rein, da liegen Kauforders, das schiebt den Markt nach oben und dann passiert halt in ein paar Handelstagen so ein Move. Schauen Sie sich das wirklich an, gucken Sie, was der Markt vorher gebraucht hat, um so eine Strecke zurückzulegen, was da hier in diesen vier Handelstagen nach oben geschoben hat. Es ist einfach der Wahnsinn und das ist genau der Punkt, wo ich sage, schauen Sie auf die richtigen Stellen in den Markt, deswegen machen wir auch diese Analyse hier morgens, wo Bewegung reinkommen kann. Das ist einfach so genial, weil der Markt sagt uns im Chart alles, was wir wissen müssen. Deswegen ist es gut, wenn man weiß, was hier im Chart gerade passiert. Und mit Blick auf den Chart, ich zoome es mal kurz etwas größer ran, sehen wir jetzt hier natürlich ein, sag ich mal, ein Hauch von Widerstandslevel hier um diesen Hochbereich, wo der Markt nicht so richtig hoch will. Und wir sehen zusätzlich noch, Sie sehen es hier oben, diese Top-Bereiche. Das heißt, der Markt ist hier sehr stark rangelaufen und hat jetzt so ein bisschen angefangen, seitwärts zu korrigieren und will momentan noch nicht so richtig hier oben rein. Das heißt, da ist ein gewisses Spannungsmoment, was sich aufbaut in diesem Bereich und das kann sich natürlich in zwei Richtungen auflösen. Zum einen kann Stärke wieder in den Markt reinkommen. Schiebt der Markt wirklich richtig schön nach oben durch, dann haben wir hier den nächsten Widerstandsbereich um die Kurse von 1,09 knapp 4 in diesem Bereich hier oben, wo ich diese rote Linie hingezogen habe. Das wäre die nächste Kursdynamik nach oben. Kommt es allerdings zu einem Abprall und wir korrigieren diese Bewegung hier ein wenig, dann haben wir natürlich die Möglichkeit, auf die Korrektur zu handeln. Entsprechend, da liegen Umkehrbereiche, das heißt Unterstützungen hier um die 1,08568 beziehungsweise dann hier unten 1,08227 gefolgt von 1,07953 in diesem Bereich. Der Markt kann halt auch ein Stück weit nach unten korrigieren. Wenn Sie mal schauen, was der Markt hier macht, wenn wir mal diese Bewegung hier entsprechend, ups, das war das Falsche, wenn wir mal diese Bewegung entsprechend abmessen, ich lösche mal ganz kurz die falsche Zeichnung, ich wollte eigentlich die Fibonaccis haben hier, die habe ich ja etwas für mich angepasst. Wenn wir mal schauen, wenn der Markt zurückläuft, er kann durchaus auch in den Bereich der 50-60% Korrektur reinlaufen. Also Sie sehen, wenn eine Korrektur anfängt, hat die auch ein gewisses Potenzial hier getradet zu werden und das sollten wir natürlich als Trader entsprechend auch auf der Uhr mit haben und da schauen wir in diesem Bereich auch mal in den Stundenchart, um hier auch sinnvolle Setups entsprechend zu finden und hier sehen Sie, was ich meine, der Markt ist hier entsprechend, haben wir den schönen Aufwärtstrendverlauf gesehen, bis hier oben hin, hier war das letzte Korrekturtief, gestern hat der Markt, nein, ich glaube, das war vorgestern, hat der Markt dieses Tief hier rausgenommen, diesen Bereich, den wir hier sehen, also hier wurde entsprechend der Aufwärtstrend beendet, es gab dann hier noch eine Korrektur, das heißt, der Markt lief runter. Na, was ist denn heute los? Ich nehme hier immer die falschen Linien. Bitte entschuldigen Sie das. In meiner Motivation hier klicke ich einfach mal falsch. Also wir haben hier unten die Bewegung nach unten. Wir hatten nochmal den Test der alten Hoch.
Punkte. Das hat dann dazu geführt, dass der Markt oben an diesen Hochs wieder rumgedreht ist. Sie sehen es, er ist ja bis hier rangelaufen in diesem Bereich hier oben kurz rein und tendiert jetzt etwas auch nach unten. Und das ist dann die Situation, wenn wir hier in der Stunde auch einen Abwärtstrend bekommen, dann haben wir hier eine Korrektur, einen Abwärtstrend, der die Korrektur des Tages darstellt. Und der kann dann selbstverständlich auch dazu gehen, dass wir hier diese Tiefs im Bewegungstrend herausnehmen. Ich habe sie Ihnen hier eingezeichnet. Weitere Tiefs folgen dann auch hier unten in diesem Bereich. Also da ist schon etwas an Potenzial da. Und ich mache nochmal kurz den Rückschwung auf den Tag. Leg nochmal ganz kurz das Fibonacci-Level rein, damit wir was sehen, wohin der Tag, beziehungsweise wenn die Korrektur im Tag beginnt, wohin hier die Stunde auch laufen kann, dass wir das hier nochmal im Chart sehen. Das heißt, sehen Sie, hier ist der 50%-Bereich, also um dieses Widerstandslevel hier unten, um diesen Korrekturpunkt im Stundenchart. Da haben wir hier die 50%-Marke bei ungefähr 779. Das ist im Bereich, das sind die 50%. Ab da beginnen die tiefen Korrekturen. Also es ist Potenzial da. Wenn der Markt etwas korrigiert, wird er wieder stark, ganz klar. Dann liegt das Potenzial hier eher auf der Oberseite und dann sehen wir natürlich eine Fortsetzung des Aufwärtstrends hier in der Stunde. Damit gehen wir direkt über den großen Teich nach Amerika und werfen hier einen Blick auf den Dow Jones, Kürzel hier, US30, hier der Tageschart, Sie sehen es, auch da sind wieder so ein paar kleine Kritzeleien von mir noch zu sehen, was einfach der Tatsache geschuldet ist, dass ich mir das Ganze hier auch auf Basis des Stundencharts anschaue. Es ist sehr, sehr schön, was wir hier gesehen haben. Wir hatten das Bild ja auch miteinander besprochen, hier im großen Bild, die Bildung dieses Aufwärtstrends. Es ist ein wirklich tolles Zeichen, was hier passiert ist, dass der Markt hineingelaufen ist. Wir ziehen hier schön nach oben, sehen Sie, jetzt sind wir hier oben in diesen leichten Widerstandsbereich um die 25.000 Punkte Markte reingelaufen. Und da hat der Markt angefangen, so normales Verhalten eigentlich auch zu machen, wenn die Korrekturen so tief gewesen sind. Da fehlt oben dann häufig der Spannungsmoment, dass der Markt hier weiterlaufen kann. Das ist ein völlig, völlig normales Verhalten und das können wir Trader halt auch als Vorteil nutzen. Und deshalb schaue ich da sehr, sehr gerne in diesen Bereiche, in die kleineren Zeiteinheiten auch drinnen. Ich habe da persönlich nicht immer den Anspruch, den besten Einstieg zu finden. Das heißt natürlich, obercool wäre das natürlich gewesen, wenn wir direkt hier oben die Short-Position eröffnet hatten. Das ist ganz klar und das gelingt auch den Händlern, die sich wirklich auf einen Wert spezialisieren, recht gut, weil die sehen diese Punkte und sehen dann natürlich diese Kursumkehr sehr, sehr, sehr früh. Das heißt, wenn Sie hier beispielsweise mal in den 5-Minuten-Chart reingehen, da sehen Sie diese großen Sprünge, diese Schwünge hier oben raus und dann sehen Sie natürlich sehr, sehr schnell auch Abwärtstrendentwicklungen, wo man in den kurzfristigen Zeitbereichen sehr, sehr schnell und nah auch korrigieren kann. Das ist alles möglich. Mit Blick aber auf die etwas weiteren Zeiträume haben wir hier wirklich eine Situation, wo wir jetzt aktuell sehen, okay, der Markt hat hier den Aufwärtstrend in der Stunde rausgenommen. Die Stunde hat ja diesen starken Move auf Tagesbasis mit diesem Aufwärtstrend hier begleitet. Und jetzt haben wir hier sozusagen den Abwärtstrend, der ist hier in die Situation gekommen, dass er den Aufwärtstrend gebrochen hat. Dann ist er hier unten entstanden und ist jetzt sozusagen innerhalb seiner Korrektur. Und wenn dieser Markt sich weiter nach unten fortsetzt, das heißt, wenn es dann zur weiteren Korrektur kommt, dann sehen Sie, haben wir hier die Potenziale an den entsprechenden Tiefs dieses Aufwärtstrends, wo der Markt hier hinlaufen kann, um die Kursmarken. Ich gehe mal kurz auf das Kreuzel von 24.500, 24.300 und ein paar eine 30 haben wir hier. Und dann haben wir hier die 24.200 und 16 hier in diesem Bereich irgendwo, da liegen Unterstützungen im Markt, wo der Markt auch drehen kann. Er dreht ja selten direkt auf einen Punkt. Das sind so ganz, ganz grobe Richtwerte, wenn man das hier mal so sieht. Also wir haben durchaus, wenn der Markt runterläuft, etwas am Potenzial. Läuft er nach oben, ist ganz klar, wenn wir hier unten wieder rumdrehen auf diesem Bereich, wenn wir hier den des Tagestief von gestern mal nehmen und der Markt hier wieder zur Umkehr ansetzt, dann haben wir natürlich auf der anderen Seite wieder das Potenzial nach oben. Also das heißt, wenn wir uns mal hier die aktuelle Korrekturtiefe auch anschauen, da greife ich nochmal kurz auf meine eigen angepassten Fibonacci-Levels zurück. So, wenn wir hier mal sind, wir sind halt irgendwo gerade im Bereich
von, ja, ich würde mal so sagen, grob geschätzt, irgendwas über 20, um die 25%, vielleicht wirklich eine grobe Schätzung, 20% als Korrekturtiefe, also momentan noch eine flache Korrektur. Aber nichtsdestotrotz, wenn der Markt hier rumdreht mit Blick in der Stunde und der macht hier wieder einen Aufwärtstrend, warum nicht? Wenn er dann wieder nach oben läuft, dann haben wir die nächsten Potenziale halt auf der Oberseite hier in diesen Bereichen auch hinein wieder zum 25.000 Punkte Level hier im Dow Jones und damit direkt zu einem zweiten Index hier bei uns in Europa. Da ist mir gestern der französische Aktienindex in den Sinn gekommen bei der Durchsicht meiner Charts. Eine schöne Geschichte hier. Sie sehen auch diesen wirklich hervorragenden Aufwärtsschub, den wir hatten. Der lief einfach durch vom Tief hier unten bei knapp um die 5.000-Punkte-Marke und hat hochgeschoben bis auf, wir haben es hier oben 5.000 gute, was haben wir hier oben? 5.583 ist das Hoch hier oben in diesem Bereich. Wir haben jetzt hier einen leichten Widerstand. Und innerhalb dieses Widerstandsbereiches läuft der Markt immer mal so, Sie sehen es, der tingelt so ein kleines bisschen hin und her. Das ist so ein bisschen eine Korrektur über die Zeit, die wir hier in diesem Bereich auch sehen. Und hier haben wir jetzt halt auch wieder dieses Spannungsmoment. Es kann zum einen passieren, dass der Markt leicht korrigiert. Dann sehen Sie, in der Stunde würden Sie hier auch einen Abwärtstrend dann sehen. Unterstützungslevel würden dann hier in den genannten Marken liegen, um die 5.550. 5.488 und dann hier unten in diesem Bereich bei 5.470. Kommt es allerdings hier zur Entwicklung der Stärke, zum weiteren Ausbau der Stärke, dann ist es durchaus möglich, dass der Markt hier oben um die Hochs Anschlusskäufer findet, weil wir sind momentan auch in Situationen, wo neue Kurshoch immer mal wieder Anschlusskäufer findet. Inwiefern das erstmal nachhaltig ist, dass der Markt richtig nach oben schiebt, wird sich zeigen, weil wir sehen ja schon eine immense Aufwärtsbewegung ohne großartige Korrekturen. Das heißt, es kann hier oben auch passieren, dass wir nach oben schieben und dann doch erstmal etwas korrigieren, weil wir haben ja hier oben um die 5.600 Punkte Marke auch eine psychologisch wichtige Marke. Also Sie sehen, das ist ein Bereich, der für das kurzfristige Trading durchaus die ein oder andere Chance bietet. Warum? Weil wir halt zwischen diesen oberen und unten Begrenzungen, wenn man das mal hier als kleine Trading Range sozusagen sehen würde, wo die Tiefs hier sind und wo die Hochs liegen, da kann es natürlich durch die Tagesschwankung hier, das sind ja teilweise Breiten von einer Kerze innerhalb eines Tages, da können Sie hier natürlich im kurzfristigen Bereich sehr, sehr schön den Markt nutzen, um hier auch diese Range nach oben und nach unten zu traden. Kommt es zum Ausbruch nach oben, kann das kurze Dynamik geben. Deshalb ist das so schön, dass der Markt hier entsprechend kurzfristig auch nach oben laufen kann. Kommt es zu einer Umkehr, können Sie in den kleinen Zeiteinheiten in der Range traden. Bricht die Range nach unten, weil wir, sag ich mal, kurzfristige, sag ich mal, Nachrichten haben, die so ein bisschen zu Gewinnmitnahmen führen, dann kann das ganz kurz mal unten drunter gehen, auch zu etwas Korrektur führen. Wir werden sehen, wir schauen ja auch mal in den Stundentrend hinein, um die Lage auch mal etwas einzuschätzen. Und damit sehen Sie hier dieses Schwanken hin und her zwischen der oberen und der unteren Begrenzung. Es gibt keine richtig sauberen Trendverläufe. Klar, wir sehen hier im großen Bild, wenn man das mal einzeichnen möchte, sehen wir hier sozusagen quasi diese Art und Weise, wie der Markt hier so Stück für Stück sich nach oben entwickelt und auf das obere Band drauf hinaufläuft. Dann hatten wir wieder etwas Korrektur in das untere Band hinein und dann haben wir hier oben leicht neue Hochs geschrieben. Und das ist die Situation, wo wir auch sagen können, okay, es macht auch Sinn, wenn wir innerhalb dieser Range mal die untergeordneten Zeiteinheiten durchgucken. Warum? Weil wir natürlich, schauen Sie sich das mal an hier unten aus, den Korrekturen heraus. Wir haben hier wirklich geniale Umkehrmuster auch in der Stunde. Das macht halt, das ist halt das, was so viel Spaß macht, wenn man diese Trendverläufe sieht und dann entsprechend aus den kleinen Zeiteinheiten diese Umkehrmuster raustraden kann. Schauen Sie sich mal dieses Umkehrmuster hier beispielsweise an. Ich gucke mal ganz kurz in den 5-Minuten-Chart. Das war der 15. Mai, den wir unten raus hatten. Ich hoffe, ich komme da gleich relativ einfach hin. Wir schauen mal kurz nach. Ich nehme mal die Begrenzungen hier oben raus. Ups, das wollte ich nicht. Schauen Sie mal, was hier unten passiert ist. Der Markt ist hier trendförmig nach unten gelaufen, hat hier einen Aufwärtstrend gebildet, den Abwärtstrend hier gebrochen und dann schob er schön nach unten. Das ist doch klasse. Wir können von unten traden, nach oben raus. Dann gab es hier den schönen Move nach oben, eine Seitwärtsbewegung und dann nochmal einen richtig schönen Knall. Genial. Was will man mehr? Der Markt sagt uns, was er hier entsprechend vorhat und das brauchen wir hier nur zu traden. Und mit diesen Worten möchte ich mich an dieser Stelle auch sehr, sehr gern bei Ihnen verabschieden. Ich hoffe, Sie konnten ein paar Ideen heute auch mitnehmen. Morgen früh so gegen 8 Uhr gibt es dann natürlich wieder den Blog-Eintrag auf Tickmill.
www.handel.de. Das Ganze schicke ich natürlich dann direkt wieder auch auf die Facebook-Seite von Tickmill. Und diejenigen von Ihnen, die es mögen, schauen einfach morgen früh live wieder zu oder aber dann in der Aufzeichnung verfügbar auf Facebook bei Tickmill Deutsch oder aber auch im YouTube-Kanal von Tickmill. Wenn Sie da auch nichts verpassen wollen oder Neuigkeiten erfahren wollen, liken Sie einfach die Facebook-Seite oder abonnieren Sie den YouTube-Kanal, dann bleiben Sie immer up to date. Also an dieser Stelle wünsche ich Ihnen schöne Trades, einen erfolgreichen Handelstag und ja, wir sehen uns dann morgen wieder. Machen Sie es gut, Ihr Mike Seile.